Drancy, im Departement Seine-Saint-Denis, 10 Kilometer vor Paris. Dicht gedrängt stehen hier große Gebäude aus Beton, so wie in unzähligen anderen Vorstädten auch. Drancy wäre gerne nur eine typische Vorstadt. Das wäre bequemer. Doch die Geschichte macht das unmöglich. Hinter der Fassade verbirgt sich eine verstörende Vergangenheit. 3 Jahre lang, von 1941 bis 1944, dient Drancy den Deutschen als Sammellager für fast 80.000 Juden, die in ganz Frankreich verhaftet wurden. Für 67.000 Menschen wird die Cité de la Muette zur letzten Station, bevor sie mit dem Zug in die Todeslager deportiert werden. Drancy war kein Ort des Leidens, sondern der Angst. Jeder hatte Angst, auf der Liste der Deportationen zu stehen. Rückblickend. War hier die Endstation. Le bout de la route. Danach kam nur noch Vernichtung. Après, c'est le néon. Drancy, das war eine sehr schwere Zeit für uns. Wir fragten uns, was wir verbrochen hatten. Alle waren fassungslos. Wer Mist gebaut hat, wird eingesperrt. Aber was das mit uns zu tun haben sollte, das war schwer zu verstehen. Weder Marcel Lotz noch Eugène Baudouin, die das Viertel Anfang der 30er Jahre entworfen haben, konnten voraussehen, was damit geschehen würde. Die damals moderne Anlage aus Fertigbeton wird für Mieter mit geringem Einkommen konzipiert. Die Erbauer sind tot, doch ihre Cité steht noch immer für sozialen Wohnungsbau. Sie scheint mit der umliegenden Betonlandschaft zu verschmelzen und wird dennoch als Schauplatz grausamer Verbrechen in Erinnerung bleiben. Frankreich wird militärisch besiegt. Innerhalb von 6 Wochen besetzen die Deutschen einen Großteil des Landes. Die Franzosen legen ihr Schicksal in die Hände von General Pétain. Pétain schließt einen Waffenstillstand. Frankreich wird geteilt in eine besetzte Zone, die 2 Drittel des Landes und Paris umfasst, und eine sogenannte freie Zone. Dort installiert Marschall Pétain seine neue Regierung in Vichy. Die französische Verwaltung in der Besatzungszone muss sich an deutsche Weisungen halten. In der freien Zone haben die Deutschen theoretisch keine Entscheidungsgewalt. Anfangs bemühen sich die Besatzer um gutes Auskommen mit den Besiegten. In Paris und anderswo treten sie höflich und korrekt auf. Fast könnte man sie für Touristen halten. Doch die Maske fällt schnell. Als erstes gehen die Deutschen gegen die 250.000 Juden in Frankreich vor. Etwas mehr als die Hälfte sind französische Staatsbürger. Die anderen sind jüdische Flüchtlinge aus halb Europa. Eine Verordnung legt fest, wer als Jude gilt. Betroffen ist, wer jüdischen Glaubens ist oder 2 jüdische Großeltern hat.
Wer diese Kriterien erfüllt und im besetzten Gebiet lebt, muss sich registrieren lassen. Zuständig für die Registrierung ist die französische Verwaltung. Auf den Ämtern werden Ausweispapiere, Aufenthaltsgenehmigungen ausländischer Juden und Personalausweise französischer Juden mit einem roten Stempel versehen. Wer sich nicht registrieren lässt, riskiert hohe Strafen. Er meinte, ich sei verrückt, weil ich nicht registriert war. Er nahm die Liste und sagte, Angel, dein Vater ist Jude? Ich machte so. Deine Mutter ist auch Jüdin? Ich sagte, nein, ich bin kein Jude. Ich bin Franzose und war bei der Armee. Als er zögerte, dachte ich erst, es sei alles in Ordnung. Der Ausweis war ja ganz neu. Doch er knallte den Judenstempel drauf und sagte, hau ab, du hast Glück, du siehst ehrlich aus. Laut Waffenstillstandsabkommen gilt die Wehrmacht im besetzten Gebiet als oberste Instanz. Der deutsche Militärgouverneur hat das letzte Wort bezüglich der öffentlichen Ordnung, der Polizei und der Sicherheit der Besatzungstruppen. Auch die sogenannte Judenfrage gehört dazu, aber der Militärgouverneur misst ihr wenig Bedeutung zu. Für Theodor Dannecker gilt das nicht. Der damals 28-jährige SS-Hauptsturmführer ist Vertreter von Adolf Eichmann in Frankreich und trägt den Titel Judenreferent. Im Gegensatz zu den Militärs hat Dannecker nur ein Ziel, die Verfolgung der Juden. Die Militärs hatten einen Überblick über die Verwaltung, die Dannecker vollkommen fehlte. Der hatte nur vor Augen, wie sich die sogenannte Judenfrage in Frankreich lösen lässt. Am 22. Juni 1941 greifen die Deutschen die Sowjetunion an. In den ersten Wochen erringen sie Sieg auf Sieg. Hunderttausende sowjetische Soldaten werden gefangen genommen. An der Ostfront wurden sofort Juden, Partisanen und Kommunisten auf eine Stufe gestellt. Sie sollten eliminiert werden, da sie Deutschland angeblich vernichten wollten. In diesem Kontext entstand der Gedanke an eine Razzia. Am 20. August 1941 organisieren die Deutschen die erste Großrazzia im Osten von Paris. Vor allem im ersten Arrondissement. Aus Sicht der Besatzer geht es darum, die, wie es heißt, jüdische Gefahr zu bekämpfen. Hunderte Polizisten werden von Einheiten der Feldgendarmerie unterstützt. Der Überraschungseffekt ist verheerend. 4.200 Juden. Ausschließlich Männer werden bei Kontrollen zu Hause oder auf der Straße verhaftet. Der jüdische Stempel in den Ausweispapieren erweist sich als tödliches Stigma. Die überwiegende Mehrheit waren ausländische Juden aus Polen. Die Israeliten französischer Herkunft, wie man damals sagte, waren in der Minderheit. Die 4.200 verhafteten Juden werden in die Cité de la Mouette in Drancy gebracht, die in ein Sammellager umgebaut wurde. Unter einem KZ hatte ich mir ein Barackenlager vorgestellt, mit bewaffneten Wachen und Stacheldrahtzaun. Aber in Drancy kamen wir in dieses riesige neue Gebäude. Auf jemanden wie mich, der aus einem Armenviertel stammt, war es gigantisch und fast schön. Tatsächlich ist nur der Rohbau fertig. Drei große viergeschossige Blöcke und 22 Treppenaufgänge.
Doch statt drei Wohnungen auf jedem Treppenabsatz wie vorgesehen, gibt es nur große, leere Räume ohne Trennwände. Die Räume werden später Stuben genannt. Die Massenverhaftung der 4200 Männer erfolgt ohne jede rechtliche Begründung. Sie wissen nicht, wie lange sie in Haft bleiben. Versorgung und Hygiene sind von Anfang an katastrophal. Wochenlang können die Internierten ihre Kleidung nicht wechseln, weil sich die französische Polizei weigert, von ihren Frauen geschickte Pakete auszuhändigen. 150 Gendarmen bewachen das Lager. SS-Mann Dannecker verfolgt das Geschehen aus nächster Nähe und fordert strenge Disziplin. Doch wie Noël Kalef, einer der Internierten, nach dem Krieg berichtet, leiden die Insassen in den ersten Wochen vor allem an Hunger. Man hat solchen Hunger, dass man den Nachbarn erwürgen will, weil er langsamer ist und noch kaut. Dreimal am Tag, um 7, 14 und um 18 Uhr, holen die zum Küchendienst Eingeteilten die Suppe. Morgens trinken wir Maggi-Suppe aus fettigen Behältern. Mittags und abends gibt's Gemüsesuppe. Manchmal findet ein Glückspilz eine Möhrenscheibe. Die Gefangenen sollten diese ungenießbare Brühe besser literweise in sich hineinschütten, um etwas Warmes im Bauch zu haben. Doch sie rühren kaum etwas an. Nach 10 Tagen können sie sich kaum noch auf den Beinen halten. In den Zimmern und auf dem Hof brechen Männer seelisch und körperlich zusammen. Für den Küchendienst eingeteilt zu sein, ist ein Privileg. Beim Küchendienst in Drancy musste man Möhren schälen. Für 5000 Menschen gab es 50 oder 100 Kilo Möhren. Jeder hat versucht, sich heimlich eine Schale in den Mund zu stecken. Man musste schnell sein, denn der Gendarm, der uns bewachte, behielt uns fest im Blick. Wenn einer beim Kauen erwischt wurde, kam er in Einzelhaft. Verantwortlich für die Hungersnot ist die Verwaltung. Ohne Vorwarnung haben die Deutschen die Verpflegung des Lagers an die Präfektur Seine übergeben. Erst Wochen später werden zusätzliche Mittel von Vichy genehmigt. Die unmenschlichen Zustände gehen auf Entscheidungen von SS-Mann Dannecker zurück. Die Gendarmen weigern sich weiterhin, die Wäschepakete zu übergeben. Ich war schmutzig. Es gab keine Seife, keine Zahnbürste, fast nichts zu essen. 77 Tage und nicht einmal waschen. Während der ersten 2 Wochen mangelt es an allem. Der organisierte Hunger macht die Gefangenen krank. Dann werden der Präfektur Seine immerhin Krankenschwestern zugeteilt. Einen Tag später kam Dannecker. Ein attraktiver Mann mit nettem Gesicht. Aber natürlich habe ich ihn gehasst. Er war ein Verbrecher. Es herrschten unbeschreibliche Zustände. Die Männer hatten die Ruhe. Auf dem Hof gab es mehrere Klos. Da fielen die Männer um wie die Fliegen. Nachts wurden sie dann weggeschafft. Es sollte keiner wissen, dass es Tote gab. In der Mitte des Hofs stehen die Pissoirs. Man muss die Treppen runter und wieder hochsteigen, auf wackeligen Beinen. In den Latrinen wartet man in Urin. Immer muss man sich anstellen. Es ist schwer, rechtzeitig zum Klo zu kommen. Es ist verboten, in den Hof, an die Wände oder den Stacheldrahtzaun zu pinkeln. Dafür sind die Klos da, ihr Schweine, schreien sie uns an. Was für Klos? Es ist schrecklich. Man muss so weit dahin laufen. Und für 4500 Menschen gibt es nur 60 Latrinen. Vom 20. August bis zum 13. September 1941 hat die Öffentlichkeit keine Ahnung, was hier geschieht. Presse und Radio dürfen nichts berichten. Am 13. September bringen plötzlich der Paris Soir und der Petit Parisien Artikel über Drancy.
Die SS diktiert den Inhalt der Berichte. Dem Leser wird vermittelt, Drancy sei ein Vorzeigelager, in dem sich die privilegierten Internierten satt essen, während die Bevölkerung Mangel leidet. Ich ließ Betten vom Roten Kreuz aufstellen und habe getan, was ich konnte. Aber alles war immer so schnell verdreckt, weil es keine Hygiene gab. Die Männer hatten den ganzen Tag Durchfall. Das war grauenhaft. Als die Deutschen merkten, dass zu viele starben, haben sie das Rote Kreuz zur Hilfe gerufen. Sie waren dermaßen ausgehungert, dass im Lager eine wahre Epidemie an Ödemen ausbrach. Als die Deutschen das erkannten, gaben sie einem französischen Arzt die Anweisung, die Schwerkranken und die Jüngsten freizulassen. So hatte ich das Glück, das Lager verlassen zu können. Der Schlagbaum ging hoch und die entlassenen Juden zerstreuten sich in alle Richtungen. Ich stand allein da. Die Leute gingen gleichgültig vorbei. Im Lager starben Menschen und die Leute gingen spazieren, als ob nichts wäre. Diese Gleichgültigkeit hat mich umgehauen. Natürlich war ich glücklich, frei zu sein, aber ich war auch wütend. Mit dieser Gleichgültigkeit geht das Leben im besetzten Paris weiter. Seit der SS-Propaganda im September 1941 gibt es nur noch spärliche Meldungen über das Lager Drancy. Die zensierte Presse thematisiert stattdessen allgemein die sogenannte Judenfrage und berichtet über die Gründung der UGIF, der Union Générale des Israélites de France. Ein Zusammenschluss aller jüdischer Organisationen auf Befehl der Deutschen. Jetzt haben sie nur noch einen Ansprechpartner und können Anweisungen leichter durchsetzen. Die UGIF hat ihren Sitz in der besetzten Zone. Sie spielte eine wichtige Rolle für die Juden von Drancy. Bei ihrer Gründung Anfang Dezember 1941 sind von den 4.200 bei der Razzia Verhafteten immer noch 2.500 im Lager. Allmählich verbessern sich die Bedingungen. Wenn auch zensiert, wird Briefverkehr erlaubt. Wäsche- und Lebensmittelpakete werden endlich übergeben. Die Verantwortung für die Verteilung trägt die UGIF. Sie ergänzt die immer noch spärliche Versorgung im Lager. Doch auch die Gendarmen profitieren, die die Pakete durchsuchen sollen. Angesichts der Verbesserungen scheint den 2500 Gefangenen Ende 1941, als läge das Schlimmste hinter ihnen und sie hoffen auf ihre Freilassung. Deportationen nach Osten gibt es noch nicht und die Razzien haben aufgehört. Doch die Besatzer denken nicht daran, Drancy aufzulösen. Für den Fall eines weiteren Attentats auf deutsche Soldaten können hier sofort Häftlinge ausgewählt werden und als, wie es heißt, Vergeltung erschossen werden. Der Albtraum fängt erst an. Im ganzen besetzten Europa beginnen Vorbereitungen für den systematischen Massenmord. Drancy wird darin eine zentrale Rolle spielen. Am 20. Januar 1942 findet die Wannsee-Konferenz statt. Hier wird die Organisation des Holocaust geregelt. Adolf Eichmann, Daneckers Vorgesetzter, führt Protokoll. Geleitet wird die Konferenz von Reinhard Heydrich, dem Chef des Reichssicherheitshauptamts der SS. Anfang Mai reist Heydrich nach Paris. Seinen französischen Ansprechpartnern hat er gerade SS-General Karl Oberg vorgestellt. Der ist jetzt zuständig für ganz Frankreich. Heydrich und Oberg treffen sich mit René Busquet, dem Polizeichef des Vichy-Regimes. Wichtigster Punkt des Gesprächs ist die Massendeportation von Juden aus Frankreich. 2 Monate später beginnt die Umsetzung mit einer Großrazzia im Juli 1942 in der besetzten Zone.
Die Endlösung der sogenannten Judenfrage wurde unter Leitung von Eichmann entschieden und dann der SS in Frankreich übertragen. Theodor Dannecker ist der entscheidende SS-Funktionär bei der Vorbereitung der Großrazzia. Er hält engen Kontakt zu französischen Behörden. Unter seiner Aufsicht findet am 27. März 1942 die erste Deportation von 1112 Juden aus Frankreich nach Osten statt. Kurz darauf schlägt Dannecker die Deportation von weiteren 40.000 Juden aus Frankreich vor. Eine Zahl, die den kaltblütigen Planungen von Danneckers Chef Adolf Eichmann entspricht. Die Nazis wählten einen strategisch günstigen Ort als Sammellager für die in ganz Frankreich gefangen genommenen Juden aus. Drancy war ideal. Hier waren schon Juden interniert, hier gab es zwei Bahnhöfe und es lag nah an Paris. Die geografische Lage von Drancy spielte eine entscheidende Rolle, um es für die Deportationen nutzen zu können. Noch vor der Durchführung der Razzia verschärfen die Deutschen die Vorschriften für Juden in der besetzten Zone. Am 8. Juli 1942 tritt eine Anordnung in Kraft, die ihnen den Besuch der meisten öffentlichen Orte untersagt, darunter Restaurants, Bibliotheken, Schwimmbäder, Parks, Theater, Kinos und Pferderennen. Der Einkauf in Lebensmittelgeschäften ist für Juden nur zwischen 15 und 16 Uhr erlaubt. Sie dürfen nur im letzten Wagen der Metro fahren. Radios, Fahrräder und Telefone wurden bereits konfisziert. Die größte Demütigung erleiden sie durch die Vorschrift, ab dem 7. Juni 1942 auf der Kleidung den Judenstern tragen zu müssen. Sie gilt für alle Juden ab 6 Jahren. Man kann sich kaum vorstellen, wie schlimm es war. Auf der Straße haben wir versucht, den Stern irgendwie zu verdecken. Aber die Leute starrten uns trotzdem an. Ich war 9 und musste den Stern auch in der Schule tragen. Kinder sind grausam. In der Pause beschimpften sie mich, wohl ohne sich was dabei zu denken. Man fühlte sich anders. Und ich war ja auch anders, weil ich einen Stern trug. Es war schwer, damit zu leben. Pierre Laval, der Regierungschef von Vichy, hat nichts gegen diese Vorschrift einzuwenden. In Bezug auf die Razzia denkt er wie Polizeichef Busquet. Nicht die Deutschen sollen sie durchführen, sondern nur französische Polizisten. Lange vorher schon kursieren im Lager Drancy Gerüchte und man bereitet sich vor. Am 1. Juli erhalten die Gefangenen im linken Block den Befehl, Möbel zu entfernen, Stroh auf den Boden zu streuen und in den gegenüberliegenden Block zu ziehen. Am nächsten Morgen geht der Umzug weiter, bis alle Räume an den Aufgängen 1 bis 6 leer sind. Diese Räume sind für jene gedacht, die deportiert werden sollen. Am 9. Juli werden 2000 bis 3000 polnische Juden im Lager erwartet, darunter auch Frauen und Kinder. Letzte Details der Razzia klären Laval und Karl Oberg persönlich. Laval ist zufrieden. Die Juden, die man gefangen nehmen wird, sind Ausländer. Und die französische Polizei handelt eigenständig. Auf Lavals Frage, wohin die Deportation gehen soll, antwortet Oberg, in einen jüdischen Staat, der in Ostpolen entstehe. Die große Razzia soll nur in der besetzten Zone stattfinden. Polizeichef Busquet verspricht, Razzien in Südfrankreich folgen zu lassen. Ohne die Polizei aus Vichy hätte man Zehntausende von Juden gar nicht verhaften können. Französische Polizisten haben die Razzia vorbereitet. Erst wurden die Karteikarten der Leute herausgesucht, die verhaftet werden sollten. Dann wurden die Namen kopiert und der örtlichen Polizei mitgeteilt. Die Polizei hat die Verhaftungen durchgeführt. Bei den Aktionen der Präfektur von Paris und in den einzelnen Vierteln gelang manchen auch die Flucht.
Von den 22.000 ausgewählten Namen gab es nur 13.000 Festnahmen. Es kursierten schon mehrere Tage Gerüchte und es hieß, dass eine Razzia stattfinden würde wie im Jahr zuvor. Aber damals waren nur erwachsene Männer verhaftet worden. Deshalb glaubte niemand, dass neben den Männern jetzt auch Frauen, Kinder, Alte und Säuglinge festgenommen würden. Es geschah am 16. Juli bei Tagesanbruch. Mein Vater hatte von der Razzia erfahren und sich in der Nacht zuvor versteckt. Morgens kamen sie dann und nahmen mich, meine Mutter und meine Schwester mit. In der Provinz und auf dem Land führt die Gendarmerie die Verhaftungen durch. Die festgenommenen jüdischen Familien kommen in Lager südlich von Paris. Frauen, Männer und Kinder werden getrennt. Beim Appell standen die Kinder auf der einen und die Frauen und Jugendlichen auf der anderen Seite. Es wurde so viel geschrien, dass sie Feuerwehrschläuche einsetzten. Doch das Geschrei ging danach gleich wieder los. Da ließen die Deutschen einen Panzerwagen vorfahren. Sofort herrschte Stille. Aber nur für einen Moment. Dann wurden sie weggebracht, größtenteils Frauen. Man war völlig auf sich allein gestellt. Ständig gab es Bohnen, deshalb kamen wir in einem elenden Zustand in Drancy an. Alle hatten Durchfall. In der Baracke wurden wir gefilzt und sie durchsuchten unsere kleinen Rucksäcke. Sie gingen ziemlich brutal vor. Dann wurden wir über große Treppenaufgänge hochgeführt. Wir waren im obersten Stock. Der riesige Raum war, abgesehen von Strohsäcken, völlig leer. Da waren wir auf uns allein gestellt. Uns hat vor allem beschäftigt, wie wir am schnellsten zu den Toiletten kommen. Die Kleinsten und zugegeben auch wir haben das Treppenhaus benutzt. Es stank entsetzlich. Es gab sehr wenig zu essen. Vor allem für die Kleinen, meistens nur Kohlsuppe. Alle hatten Durchfall. Die Kinder schafften es nicht bis zu den Toiletten. Es war einfach furchtbar. Wir fragten uns, was uns erwarten würde. Und es wurde immer schlimmer. Die Erwachsenen gerieten in Panik und konnten uns nicht helfen. Sie weinten die ganze Zeit. Ich habe mehrere Selbstmorde miterlebt. Manche stürzten sich aus dem vierten Stock. Man brachte sie auf Bahren weg und es wurde nicht mehr über sie gesprochen. Viele hatten hysterische Anfälle. Seit dem 19. Juli treffen in Drancy regelmäßig neue Häftlinge ein und werden genauso regelmäßig deportiert. Alle drei Tage 1.000 Menschen.
Mein lieber Papa, ich bin jetzt in Drancy und fühle mich verloren, aber zuversichtlich. Morgen soll es mit unbekanntem Ziel weitergehen. Vielleicht sehe ich Jean ja wieder. Ich habe dafür gesorgt, dass sich jemand um dich kümmert. Ich hoffe, du machst dir keine Sorgen. Schreibe mir nicht, weil ich noch keine neue Adresse habe. Ich bin recht zuversichtlich und hoffe, dich bald wiederzusehen. Lass dich nicht unterkriegen. Liebe Grüße auch an Mariette und Jacqueline. Sarah. Meine liebe Tochter, deine Mutter und ich sind bei guter Gesundheit. Morgen fahren wir weg, um eine Arbeitsstelle anzutreten. Von dort schreibe ich dir. Mach dir keine Sorgen. Es wird schon alles gut gehen. Achte darauf, dass zu Hause alles in Ordnung ist und iss genug. Ich hoffe, wir sehen uns eines Tages wieder. Ganz liebe Grüße, deine Eltern. Die SS teilt die 30.000 festgenommenen Juden in Kategorien ein. Ledige, Paare ohne Kinder, Familien. Diese Gruppen treffen nach und nach in Drancy ein. Das Lager wird zu einer logistischen Plattform des Verbrechens. Die zuletzt Eingetroffenen fahren zuerst. Die Deportationslisten werden von Gefangenen und französischen Beamten geführt. Der größte Teil der Kinder fuhr am nächsten oder übernächsten Morgen wieder weg. Das ging sehr schnell. Und keines kam zurück. Das Tor von Drancy erinnerte mich an eine griechische Tragödie. Durch das Tor ging man in die Hölle. Seit Beginn der Aktion suchen die Gefangenen nach einem Namen für das unbekannte Ziel. Die Wahl fällt auf ein Wort aus der Welt der osteuropäischen Juden. Pichipoy. 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 Es war klar, dass man nicht bleiben würde. Das Ziel war das berühmte Pichipoy, ohne dass es irgendjemand kannte. Die Abfahrt stand in jedem Fall kurz bevor. Niemand wusste, wo es hingehen wird. Aber wir nannten den Ort Pichipoy. Das bedeutet nichts. Aber dort fuhr man hin. Es ging nach Pichipoy. Das klang jiddisch, polnisch, verzweifelt und wie ein Witz. Man musste an etwas glauben, sonst konnte man sich gleich aus dem Fenster stürzen. Jeder ahnte, dass die Reise in den Tod gehen würde, aber niemand wollte es glauben. Wir hielten das für eine Art Prüfung. Eine Prüfung, die nicht alle bestehen würden. Meine liebe Frau und meine lieben Töchter. Meine liebe Regine, wir sind im Zug auf unserer großen Reise. Meine liebe Frau, meine lieben Töchter, heute fahre ich weg mit unbekanntem Ziel, aber ich bin stark und zuversichtlich. Liebe Madame Ballard und Mademoiselle Essayant. Mein lieber Schatz, gestern habe ich dein Paket erhalten und habe mich sehr gefreut, weil ich gar nichts hatte. Ich bin guten Mutes. Dies ist wohl mein letzter Brief an euch. Ich hoffe, du bist es auch. Ich bin zuversichtlich und bereit für alles. Danke für den Kuchen und das Hähnchen. Ich flehe euch an. Sorgt dafür, dass mein Kleiner nicht in ihre Hände fällt. Ich versichere dir, dass ich bald wiederkomme und wir all das vergessen. Sei beruhigt. Macht, was ihr wollt, aber habt Mitleid mit ihm. Ich fahre zum Arbeiten weg. Wenn meine Sommerschuhe nicht gekauft werden, macht es nichts. Ich habe für meinen Cousin eine Hose und ein paar Schuhe abgegeben. Der Kleine darf auf keinen Fall da bleiben, wo er gerade ist. Sag Maman liebe Grüße, mein Schatz. Wir sind sehr müde. Wir können nicht mehr. Weil es der letzte ist.
Ich hoffe, dich bald wiederzusehen. Schick jetzt nichts mehr. Mein Vater hat unsere Spur verfolgt. Er nahm mit einem Mann Kontakt auf, den er noch aus Polen kannte. Der hieß doch tatsächlich Israel Israelowitsch. Er war Leiter der UJIF und mein Vater wollte ihn unbedingt treffen. Der Mann konnte ihm die Situation erklären. Er wusste über die Razzia Bescheid und sagte, ich sehe mal, was ich machen kann. Tatsächlich war er ein Kollaborateur der Deutschen. Dieser Typ war Leiter der UJIF. Mein Vater erzählte mir später von der Szene in einem Büro in der Rue Téhéran in Paris. Sie sprachen Jiddisch. Mein Vater gab ihm Geld und er telefonierte vor ihm auf Deutsch. Wohl mit der Gestapo. Dabei nannte er meine Mutter, meine Schwester und mich und sagte dann, das wäre erledigt. Mein Vater fuhr zurück. Annette und Michel Müller werden verschont, doch für die Mutter kommt der Anruf von Israelowitsch zu spät. Sie kommt nicht mehr zurück. Serge Klarsfeld hat mir ein Dokument mit den Namen der Kinder gezeigt, die am nächsten Tag abfahren sollten. Am Ende standen mein Name und der meiner Schwester durchgestrichen. Die UJIF erreicht, dass einige Kinder, vor allem jene, deren Eltern noch von den Deutschen gesucht werden, aus dem Lager in Waisenhäuser gebracht werden. Doch das sind seltene Ausnahmen. Wir haben gehungert und das sah man uns an. Bei mir nicht so, aber bei meiner Schwester. Sie hatte Ödeme und die Beine waren geschwollen. Sie konnte sich nicht mehr auf den Beinen halten. Einmal waren wir im Hof, denn nach einer oder zwei Wochen durfte man rausgehen. Da trafen wir unseren Onkel. Er war da. Wir waren die ganze Zeit schon zusammen, obwohl wir uns nie gesehen hatten. Er war auf der anderen Seite links untergebracht und hatte da sein Zimmer. Oder besser, eine Stubengemeinschaft. Da sah es ganz anders aus. Es gab Stockbetten, einen kleinen Tisch und Tocker. All das hatten wir nicht. Der Onkel setzt sich für die Kinder ein und erreicht, dass sie in einem Waisenhaus untergebracht werden. Viel später erfuhr ich, dass alle Kinder, mit denen ich zusammen gewesen war, am 6. November nach Auschwitz gebracht und am 8. vergast wurden. In Drancy waren wir noch zusammen, aber mein Name stand glücklicherweise auf der Liste der UJIF. Unter den Juden von Drancy gibt es eine unausgesprochene Hierarchie. Die letzten, die ankommen, werden als erste deportiert. Französische Staatsbürger werden zunächst größtenteils verschont. Doch das ändert sich im Spätsommer 1942. Als der Großteil der ausländischen Juden deportiert ist, macht die SS verstärkt Jagd auf französische Juden. Gemäß der Abmachung zwischen Laval und Oberg werden in der besetzten Zone 30.000 Juden verhaftet. In Südfrankreich organisiert Vichy die Festnahme von 10.000 Juden. Darunter sind erneut vor allem ausländische Juden, die zuvor nach Frankreich geflüchtet waren. Ende August werden auch sie nach Drancy gebracht. Zwei Tage nach der Ankunft fahren die Züge nach Osten. Die Öffentlichkeit, vor allem Katholiken und Protestanten, alarmiert durch die Razzien in den Großstädten der besetzten Zone, reagiert empört.
Da wandte sich die öffentliche Meinung in Frankreich erstmals gegen die Vichy-Regierung, wegen der Deportationen und der Zwangsarbeit. Vichy ruderte zurück und verzögerte die Zusammenarbeit mit den Deutschen. Es weigerte sich, in der Südzone Juden für die Deutschen festzunehmen. Die französische Verwaltung in der besetzten Zone sah sich jedoch gezwungen, weiter mit den Deutschen zu kooperieren. Dort änderte sich nichts. Die Razzien übernahmen die Deutschen in Einzelfällen jetzt selbst. Dabei wurden die Beziehungen mit den Verbündeten und selbst mit Nichtverbündeten berücksichtigt. Schweizer Juden, türkische oder portugiesische Juden blieben unbehelligt. Genauso wie amerikanische oder englische Juden. Denn in diesen Ländern lebten Deutsche. Und es gab dort Kriegsgefangene. Ab Herbst 1942 haben die Deutschen viele nach Nationalität verhaftet. Weil wir Griechen waren, wurden wir in der Nacht vom 5. auf den 6. November 1942 festgenommen, wie alle Griechen, die in Paris lebten. Wir waren völlig ahnungslos, sonst wären wir nicht da geblieben. Um 2 Uhr nachts nahm uns die französische Polizei fest. Zwei Polizisten gaben uns eine halbe Stunde Zeit, um unsere Koffer mit ein paar Sachen zu packen. Sie haben uns dabei ordentlich behandelt. Sie brachten uns aufs Polizeirevier im 17. Arrondissement, wo alle Festgenommenen landeten. Im Morgengrauen kam ein Bus und wir wurden nach Drancy gebracht. Ich war bei meinem Vater, also bei den Männern, und Mama bei den Frauen. Es wurden sehr schnell viele Griechen deportiert. Manche auch von uns. Das war totale Willkür. Am 8. November 1942 landen US-Truppen an den Stränden von Marokko und Algerien. Im Gegenzug marschieren die Deutschen in Vichy, Frankreich ein. Lyon, Toulouse und Marseille fallen unter deutsche Kontrolle. Das Waffenstillstandsabkommen bleibt zwar in Kraft, doch die französische Verwaltung stellt die Kooperation mit den Deutschen weitgehend ein. Es gibt nur noch Ausnahmen wie im Januar 1943 in Marseille, wo die französische Polizei innerhalb von 3 Tagen 2000 französische und ausländische Juden verhaftet. Ab Februar 1943 arbeitet die Polizei südlich der alten Demarkationslinie nicht mehr mit den Deutschen zusammen. Die müssen sich bei der Judenverfolgung jetzt auf Antisemiten, Milizen, örtliche Kollaborateure und habgierige Denunzianten stützen. Die Verhaftungen gehen stark zurück. 1942 war es einfach, Juden festzunehmen, weil die französische Verwaltung dabei half. Sie hatte die Juden registriert und wusste, wo sie zu finden waren. Im Frühjahr 1943 gerät Hitlers Wehrmacht an allen Fronten in die Defensive. Die Niederlage scheint sicher, doch niemand weiß, wann sie eintritt. Die Verfolgung allerdings wird nicht geringer. Junge nichtjüdische Franzosen werden zum Arbeitsdienst zwangsrekrutiert. Jetzt müssen auch sie Razzien befürchten. Viele engagieren sich in der Resistance, doch die Strafen sind gnadenlos. Die deutsche Besatzung wird zur Terrorherrschaft. Immer weniger Juden gehen den Deutschen bei ihren Razzien ins Netz. In Drancy werden die Abstände zwischen Ankunft und Deportation größer. Die Gefangenen spüren den Wandel. Es herrschte gähnende Langeweile. Sie wurde nur durch die spärlichen Mahlzeiten unterbrochen oder durch Briefe, wenn es welche gab. Die Post wurde immer geöffnet und zensiert.
Anders als in den Lagern in Polen gab es keine Arbeitskommandos. Abgesehen von denen, die feste Aufgabenbereiche hatten, lebten die anderen in den Tag hinein und machten, was sie wollten. In Drancy drehten wir den ganzen Tag Däumchen. Man spazierte im Hof herum und besuchte sich gegenseitig. Tagsüber durften wir den Frauenblock besuchen, nachts nicht. Ich erinnere mich noch an die Mädchen. Sie waren schön, geschminkt und pflegten sich so gut wie möglich, um gut auszusehen. Ich war noch zu jung, um zu flirten, aber es gab viele, die genau das taten, als wäre es die letzte Chance ihres Lebens. Mein Großvater setzte alle Hebel in Bewegung. Er konnte sich frei in Paris bewegen, weil er Spanier war. Deshalb war er mehr oder weniger geschützt. Er tat alles, um uns herauszuholen. Die einzige Möglichkeit bestand seiner Meinung nach darin, dass mein Bruder wieder in den Judenrat, die UJIF, eintritt. Wenn man jemanden hatte, der bei der UJIF arbeitete, war auch der Rest der Familie geschützt. Die Aufnahme meines Bruders in die UJIF war ziemlich schwierig, weil er erst 15 war, aber es gelang. Und so wurden wir 1943 aus Drancy entlassen. Von Januar bis Juni 1943 verlassen noch 8 Züge Drancy in Richtung Polen. Verglichen mit den 39 Zügen von Juli bis September 1942 ein starker Rückgang. Frankreich hinkt den deutschen Deportationsplänen hinterher. Eichmann ist ungehalten. Heinz Röthke, der Dannecker in Paris abgelöst hat, fordert Verstärkung an. Eichmann hatte nur wenig Männer zur Verfügung. Stattdessen schickte er im Juni 1943 einen Mitarbeiter, den er für den Besten hält, Alois Brunner. Er stand an der Spitze des SS-Sonderkommandos, das für die Deportation der Juden zuständig war. Diese Aufgabe widmete er sich mit grenzenlosem Einsatz. Brunner hatte schon in Wien mit Eichmann gearbeitet und danach in Berlin. Vor seiner Entsendung nach Frankreich hatte er im Frühjahr 1943 die Deportation der 40.000 Juden von Thessaloniki organisiert. Nach 2 Monaten war die jüdische Gemeinde dort faktisch ausgelöscht. Brunner arbeitete effizient und ging methodisch vor. Als die Deutschen die Lagerleitung übernahmen, wurde alles anders. Brunner übernahm die Kontrolle in Drancy und nutzte es als Operationsbasis für landesweite Aktionen. Die französische Polizei band er nicht mehr ein. Im Lager selbst hatten die Franzosen keine Befehlsgewalt mehr und nur noch die Wachen waren Franzosen. Das passte Brunner gut, denn so musste er nicht eigene Männer mobilisieren, diese undankbare Rolle zu übernehmen. Als er anfing, war das Lager in einem elenden Zustand. Die Lebensbedingungen waren katastrophal. Brunner verlangte von der UJIF, die Versorgung des Lagers zu übernehmen, weil der französischen Regierung das Schicksal der Juden in Drancy offenbar egal war. Man muss es leider sagen, aber als die Deutschen da waren, wurden wir besser verpflegt als von den Franzosen. Brunner führte Neuerungen ein, die die Lebensbedingungen verbesserten. Der Schwarze Hof voller Kohlenstaub, der eine so düstere Stimmung schuf, wurde mit Zement renoviert. Der Hof wurde von den Deutschen betoniert. Die Deutschen gaben die Befehle, aber danach sah das Lager ganz anders aus. Das Leben wurde erträglicher. Gleichzeitig wurde die Disziplin im Lager verschärft. Mit Brunner und seinen Leuten erlebten die Juden täglich Gewalt durch die SS. Les Français nous traitaient mal, nous parlaient mal, faisaient leur
Die Franzosen hatten uns schlecht behandelt, beschimpft und waren übereifrig. Aber ich habe niemals erlebt, dass Deportierte von den Gendarmen geschlagen wurden. Von den Deutschen dagegen oft. Die Lebensbedingungen wurden besser, aber gleichzeitig herrschte ständig Angst und großes Leid. Nachdem die französische Verwaltung weg war, wurde sie durch Juden ersetzt. Im Dritten Reich wurden die KZs von Anfang an von Gefangenen mitverwaltet. Das war eine perfide Idee der Nazis. Sie wollten möglichst viele Funktionen auf Gefangene übertragen, um so Feindseligkeiten im Lager zu schüren. Trotz der vielen Änderungen im Lager verliert Brunner sein Hauptziel nicht aus dem Blick: die Zahl der Deportationen wieder zu erhöhen. Die Frage war, wo er Juden finden konnte. Brunner und seine Gefolgsleute nahmen immer wieder die UGIF ins Visier, denn diese Organisation wurde ja von Juden betrieben. Mein Bruder war gerade 15 und hatte als einziger Arbeit. Jeden Tag ging er zu UGIF. Eines Tages kam er zum Mittagessen nicht nach Hause und wir fragten uns, was passiert war. Wir riefen bei der UGIF an, aber es nahm niemand ab. Also sind wir alle drei zu Fuß in die Rue de la Bienfaisance gegangen, um nachzusehen. Dort war uns plötzlich alles klar. Hinter einer Straßensperre, ungefähr bei Hausnummer 19, standen Busse, in die die Leute einsteigen mussten. Alle begriffen, dass hier gerade die Leute aus der UGIF geholt werden. Er muss geahnt haben, dass wir kommen würden. Von der Plattform des Busses aus winkte er uns zu, um zu zeigen, dass er uns gesehen hat. Da haben wir ihn das letzte Mal gesehen. Aus den gegenüberliegenden Stuben wurde die Deportation beobachtet. Im Morgengrauen kamen die Busse an. Sie fuhren durch die Einfahrt neben dem Wachturm direkt hinter dem Roten Schloss ins Lager. In Drancy kamen die Menschen die Treppenaufgänge herunter, in denen sie die Nacht vor der Deportation verbracht hatten, und stellten sich unten auf. Dann mussten sie in die Busse einsteigen. Wir stiegen ein, die ganze Familie, ich mit meiner Mutter und meiner Schwester. Als die Busse voll waren, fuhren sie los. Und gleich kamen weitere, um die aufzunehmen, die noch draußen standen. Es kamen also mehrere Busse an, fuhren voll weg und kamen etwas später leer wieder zurück. Wir waren Konvoi Nummer 60. Die Bewohner dieses Stadtteils hatten vorher also schon 59 Mal Busse abfahren sehen. Da wusste ganz Drancy, dass es im Ort ein Judenlager gibt. Die Leute wussten es und taten nichts. En car, on nous amène à la gare de Bobigny. Wir wurden zum Bahnhof in Bobigny gebracht und mussten uns auf dem Bahnsteig in Fünfer- oder Zehnerreihen aufstellen. Dann kam ein Deutscher und hielt eine Rede auf Deutsch. Wir haben natürlich nichts verstanden. Ein Jude, der Jiddisch sprach, konnte Deutsch und übersetzte für uns. Der Deutsche hatte gesagt, ihr werdet nach Deutschland gebracht, um zu arbeiten. Ihr werdet ordentlich behandelt, wenn ihr gut arbeitet. Nach dem Krieg könnt ihr zurückkehren und euch glücklich schätzen, während unsere Kinder in Stalingrad getötet werden. Wenn jemand versucht zu fliehen,
werden wir sofort 10 von euch erschießen. In den Waggons waren etwa 40 Menschen. Wir waren mit 50 Leuten jeden Alters im Waggon zusammengepfercht. Jeder versuchte irgendwie Platz zu finden. Es gab einen Eimer Wasser und einen Abortkübel. Wir waren auf tragische Weise zusammengepfercht. Das hat uns vereint und beschämt. Der Zug fuhr los. Mir gegenüber hockte ein junges Paar mit einem etwa 2-jährigen Kind. Die Frau war hochschwanger. Offenbar war das ihre letzte Reise, obwohl man das nicht wissen konnte. Der Mann ist später zurückgekommen. Daneben mein altes Ehepaar, sehr würdevoll. Sie hielten sich an den Händen und sprachen kein Wort. Am zweiten Tag gelang es mir, etwas von ihnen zu erfahren. Sie hatten eine Apotheke am Place des Ternes in Paris und waren Flüchtlinge, wie wir. Auch sie wurden verhaftet und deportiert. Was sie wohl gedacht haben. Sie waren vielleicht 75 und wussten genau, dass sie sterben würden, auch wenn man ihnen sagte, sie würden zum Arbeiten weggebracht. Mit brutaler Härte gelingt es Brunner, die Zahl der Deportationen zu erhöhen. Zwischen Juni und August 1943 verlassen 22 Konvois mit jeweils 1000 Juden Drancy. Am 18. August 1944 lässt er das Lager räumen und 50 Geiseln abführen. Als Resistanceeinheiten Drancy befreien, befreien sie auch 1500 Häftlinge. Eine Woche später wird auch die Hauptstadt befreit. Die Pariser gehen auf die Jagd nach Deutschen und haben kein Interesse an den Juden von Drancy. Das Lager dient jetzt als Gefängnis für Kollaborateure. Von den 67.000 Juden, Franzosen oder Ausländern kehren 3.500 zurück. Für alle anderen ist die Fahrt nach Auschwitz gleichbedeutend mit dem Tod. Nicht eines der 11.000 Kinder unter 15 Jahren überlebt. 1948 erhält die Cité de la Muette ihre ursprüngliche Funktion zurück und schon bald ziehen erste Mieter ein. Heute sind es 550.